Okay. Da es ja beim ersten Mal nicht funktioniert hat, machen wir dasselbe halt nochmal. Ich bin jetzt hier ein bisschen unterwegs. Outback in Bagan, mitten in Myanmar. Wetter, ich sage jetzt mal bescheidene 30 Grad, gefühlte 40 nach 3 Stunden Wandern. Trocken, staubig, dürr. Ja. Aber dafür kommt man dann an Tempeln vorbei, Pagoden und Stupas. Und davon gibt es eine ganze Menge hier. Wie ich mir vorhin sagen lassen, irgendwie 4000 Stück nur allein hier in Bagan. Das machen sie gern hier. Einfach mal hupen erstmal, dass man weiß, ah, da kommt jemand. Genau. Hier sehr, sehr beliebt Elektrobikes. Sehen aus wie ganz normale Roller, sind aber mit Elektromotor. Voll witzig, Elektrobikes nennen die das. Kann man sich mieten für, ich glaube, 5 Dollar. 8000 Kilohertz, glaube ich, oder sowas wollen die dafür haben. Für einen Tag. Und da kann man den ganzen Tag hier rumgurken. Oh, ich sehe gerade, hier ist irgendwas wie Wasser. Kriegt mir das was? Weiß ich nicht. Ach, der Angel. Hier noch einen Blick auf die Pagode. Namen vergessen. Egal, das sage ich später nochmal. Aber die meisten sind eigentlich noch oder wieder oder wie auch immer under construction, unter Baustelle. Und man muss immer barfuß im Prinzip rein, weil das ist alles sehr buddhistisch hier. Oh, ich sehe den blöden Turm, den will ich gar nicht sehen. Oh nee. Da bin ich schon mal hingelaufen, so umsonst. Fand ich nicht so witzig. Da hatte ich eine Nachtwanderung, beziehungsweise ich bin auch hier tagsüber durchs Gelände und bin dann irgendwann an dem Turm rausgekommen. Hab dann da oben 2-3 Stunden mich ausgeruht bzw. auf den Sonnenuntergang gewartet und habe schöne Bilder zu machen. Man hat da einen richtig geilen Ausblick, ist also View Point Bagan, keine Ahnung oder so heißt es. 360 Grad Blick über das ganze Land und man kann wirklich auch richtig geile Bilder machen. Also der zumindest mal Höhenangst hat und kein Heißluftballon fahren möchte, für den ist es definitiv eine Alternative, weil man kommt vom Blick her mit Sicherheit genauso gut und weit, wie wenn man mit Ballon fliegt und da fährt. Schlecht. Dann machen wir auch ein Foto, aber von einer anderen Position aus. Da hinten sieht auch toll aus. Vielleicht erkennt ihr das. Ich hoffe nicht, wie gut die Kamera ist.
ist da bei euch. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das sollte mir ein bisschen... Ich habe es schon mal erwähnt, irgendwie ist es richtig warm. Dann habe ich natürlich mal wieder, danke Olli für deinen Kommentar, meinen Rucksack dabei, wie du siehst, mit Stativ. Aber man weiß nie, für was es gut ist. Ich möchte für jede Eventualität vorbereitet sein. Und darunter kann es auch vorkommen, dass ich ein Stativ brauche. Jetzt habe ich dich auch mit drin. Okay. Ja. So. Muss ich irgendwie wieder zurück hier, irgendwie raus auf dem Gelände. Aber wie gesagt, man kann hier sich so ein Motorbike, E-Bike, ausleihen. Man kann sich aber Motorroller ganz normal ausleihen, sowieso was dann. Man kann mit dem Pferdekutscher, eigentlich auch ganz witzig, so bin ich eigentlich abgeholt worden, sich durch die Gegend fahren lassen. Busse fahren auch, Taxen, also jeder, der nicht laufen kann und will, muss auch nicht. Das Einzige ist halt, wenn du dir dann so einen öffentlichen nimmst, dann kommst du halt nur an die Plätze, wo man mit dem Auto dann auch beziehungsweise Bus hinkommt. Dann aber auch an die Pagoden, die natürlich dann ziemlich überrannt sind von den Touristen. Und dort dann auch die ganzen Stände, Märkte, die irgendwas verkaufen wollen sind. Wobei, die sind eigentlich richtig, richtig freundlich, ein bisschen aufdringlich, aber jetzt nicht penetrant, sagen wir mal so. Man kann also gut damit umgehen, man muss auch nicht, aber die sind nett, sind echt nett, bemühen sich, freundlich, also alles okay. Nur ich mag es halt nicht, weil es irgendwann geht es mir dann auf den Zeiger und dann geht man halt woanders hin. Eben wenn man dann nur zu Fuß querfeldein läuft, sage ich jetzt mal, dann kommt man eben auch an schöne Tempel und Pagoden, wo halt dann keine Touristen kommen, beziehungsweise wirklich dann ganz vereinzelt welche sind. Und zumindest sind dann keine Verkaufsstände und Leute, die dich dann permanent irgendwie bedrängen. Hallo! Wie gesagt, super nett, super freundlich. Immer bemüht. Ich muss jetzt gucken, dass ich ja nicht zu diesem blöden Turm laufe. Weil sonst habe ich ein Problem hier. Wie gesagt, wenn man den Sternenhimmel, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach, der, scheiße. Suli, wo ist der Suli? Verdammt. Schon wieder ganz woanders gelandet, oder? Keine Ahnung. Suliman, hier? Ich muss hier vorne. Bleib mal dran. Ich bin jetzt schon wieder ganz falsch. Links, ich muss jetzt nicht total links halten. Nächste Kreuzung links. Links,
ist die nächste Kreuzung links. Wo ist die nächste Kreuzung links? Man sollte vorher drauf, wenn man abbiegt, ob man die richtige Kreuzung genommen hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe. Oder ich wollte sie erzählen, habe sie aber nicht zu Ende gebracht. Dieser Aussichtsturm. Ich bin den Tag über, wie jetzt auch, so ein bisschen durchs Land gelaufen, ein bisschen fotografiert. Kam dann an dem Turm an, dann 3 Stunden Pause gemacht, genau. Sonnenuntergang gewartet, Fotos gemacht. Dann wollte ich eigentlich wieder zurück, weil das waren da schon, keine Ahnung, 10, 12 Kilometer weg. Mein Navi bzw. Google Maps hat mir dann gesagt, 1,5 Stunden noch zu Fuß wieder zurück zum Hotel. Ich dachte, ja, okay, machen wir. Jetzt hat mich dann aber ganz freundlicherweise, als ich unten dann auf der Straße war, so ein junger mit seinem Roller hat neben mir angehalten, gefragt, wo ich denn hin will, und sag ich, ja, da, keine Ahnung, da in die Stadt, dann ins Hotel so und so. Er sagt, da, kein Problem, ich nehme mich mit. Ich hatte aber natürlich auf Google Maps natürlich schon meine Route eingegeben gehabt, oder? Ich konnte ja sehen, wo es hingeht. Da habe ich gesagt, okay. Er hat gesagt, er geht zum Arbeiten, er nimmt mich ein Stück mit. Da unten in der Stadt kann er mich rausschmeißen. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich auf der, weil er ist nicht genau die Route gefahren, die ich, eigentlich ausgesucht hatte, beziehungsweise Google. Und wir kamen eigentlich dann an der Kreuzung wieder auf den Punkt drauf, wo ich wieder auf meiner Route war. Super. Jetzt habe ich natürlich dann die Route eingeschlagen, bin meiner Route dann gefolgt. Und Herr Trabel dürfte raten, nach einer Stunde ungefähr war ich wieder genau an dem Turm, wo ich eigentlich losgelaufen bin. Ja, und stand wieder da oben. Ja, habe ich gedacht, okay, wenn ich eh schon da oben bin, dann kann ich nachts auch noch ein paar Bilder machen. Hab das gemacht. Hat ja auf bis um 9 Uhr abends. Kann man den Turm, glaube ich, besichtigen. Kostet $5. Aber wie gesagt, lohnt sich. Für jeden, der Höhenangst hat und nicht mit dem Luftballon, Heißluftballon fahren möchte. So. Gucken wir mal. Hier gibt es so einen kleinen Übersichtsplan. Dann steht hier drauf, wo du bist. Ich war jetzt hier an dem Sulamani-Tempel. Und das ist hier. Beziehungsweise der Tempel ist hier. Ich wollte eigentlich hier an die 17. Eigentlich wollte ich hier runter. Nö, eigentlich bin ich ja richtig. Ich wollte eigentlich den Weg gehen. Okay, alles klar. Somit habe ich dann heute, sagen wir mal so, mein Hotel ist hier oben. Habe ich hier, keine Ahnung, bin ich hier irgendwie vor. Habe dann auf jeden Fall, ich weiß nicht wie, hier rum oder hier. Aneinander, obwohl das Lack waren, nee, weiß ich nicht genau. Aneinander war ich auf jeden Fall, da war ich. So, also irgendwie die Kurve hier hinten rum, jetzt hier rüber. Und jetzt werde ich hoffe, ich laufe diesmal richtig, hier auf die 17, hier runter auf die 7 und dann bin ich wieder im Hotel. Das ist der Plan. Genau. Und so sieht es dann aus. Da steht dann Norden. Norden heißt, das ist Norden. Das heißt, ich muss... Muss hier vor. Darüber? Oh Mann. Nee, ich muss da vor. Da, jetzt da muss ich, glaube ich, hin. Und dann da runter. Straße links. Ja, ich glaube. Servus. Kann du dir
der Weg sein. Das geradeaus, das rechts, das links. Ja, ja, wird schon passen. Und solange ich den Turm, also wenn ich ihn wieder sehen sollte, auf meiner rechten Seite ganz weit weg habe, dann bin ich mal zumindest mal noch richtig. So, jetzt sieht man wieder aus wie eine Straße, die nur von Pferdekutschen und Rollern benutzt wird, den Äpfeln zu beurteilen. Aber das ist okay. Zumindest gibt es immer wieder mal so stellenweise ein schattiges Plätzchen. Und wenn da noch ein bisschen ein Wind durchgeht, ist das ganz angenehm. Ja, wie gesagt, Pagoden, Tempel und das ganze Zeug hat es hier en masse. Oh, ich sehe gerade meine Linse ist angelaufen. Nein. Ich hoffe nicht. Staub drin? Das war ja böse, oder? Man wird sehen, wie die Bilder sind. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen. Ich weiß nicht, wie lange der Akku hält. Wie lang, ja, Speicherkarte ist groß genug, also da darf nichts passieren. Ah, schön. Machen wir mal so, kann ich auch mit gucken. Ah, yes. Okay, Handykamera ist voll. Also beziehungsweise ich habe Batteriegriff mit zwei Plätzen. Ich habe immer zwei volle Akkus drin und zur Not habe ich noch einen dritten Ersatzakku hinten drin, wobei ich jetzt den ganzen Morgen schon unterwegs bin. 9 Uhr, glaube ich, 9:30 bin ich los. Jetzt ist ein Akku von zwei ist jetzt auf null, der ist runter. Jetzt habe ich noch einen mit 100%. Das heißt, damit komme ich auf jeden Fall noch durch bis heute Abend. Zur Not, wenn es dann wirklich dann so, ah, ich will einen Mond oder Sonnenuntergang fotografieren, wo ich dann einfach mal ein paar mehr Bilder brauche, dann habe ich ja noch einen Ersatzakku dabei. Cool. Man hat dann mittlerweile jetzt schon, wie viel haben wir gesagt, 4000 Pagoden und Tempel und Stupas nur in Bagan so viel fotografiert. Und da meine Kamera leider, was mich wirklich richtig ankotzt, kein GPS hat. Ich kann also anhand meiner Fotos gar nicht feststellen, wo die gemacht wurden. Dann auch nicht genau sagen, welchen Tempel jetzt davon ich fotografiert habe und welchen nicht. Ja, sandig, aber es geht. Ich hoffe, ihr seht auch ein bisschen was von der Gegend. Könnt ihr ein bisschen mitgenießen. Im Kühlen, mit dem Bier in der Hand. Oder wie auch immer in der Badewanne. Scheißegal. Naja, Bewegung ist gut, hat es geheißen. Hab ich mir sagen lassen. Ja, vielleicht sieht man sogar, dass ich ein bisschen Farbe bekommen habe. Punktuell Schulter, Schulter, Nacken, Brust. Der Rest bleibt bedeckt. Das muss warten bis Thailand oder in irgendeinem Strand, wo ich dann irgendwann hinkommen sollte. Ich weiß noch gar nicht, wie ich weitermache. Ich habe jetzt noch einen Heißluftballonfahrt, habe ich noch gebucht für übermorgen. Lass mich mal überraschen. Dann werde ich dann abgeholt um 4:45 morgens. Dann fahren wir rüber zum Startplatz. Dann kriegen wir sowas wie ein Frühstück. Steht mal in der Beschreibung zumindest drin. Dann gibt es eine Einweisung, Ballon. Wie er aufgeblasen wird, können wir zugucken. Und dann
Ich habe, glaube ich, das Premium-Paket gebucht. Sind wir mit 8 Leuten in einem Korb für eine Stunde fliegen, fahren über die Pagoden dann drüber. Ich hoffe, dass ich da noch, also morgens, das heißt, da kann ich dann den Sonnenaufgang auch noch mit fotografieren, hoffe ich dann mal. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Bin ich nicht schon da? Egal. Und werde dann wieder nach dem Landen, gibt es dann Sektempfang, haben wir sowas, Champagner, eine Urkunde, irgendwie sowas. Und dann werde ich wieder zum Hotel zurückgebracht. Hello! Hello! Mingalava! Mingalaba! Ja. Mingalaba, sowas wie Hallo, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Also im Prinzip für alles verwendbar. Aber okay. Wie gesagt, alle nett, alle freundlich. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der Straße. Das ist meine Straße. Ja. Genau, das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht ganz so billig, sagen wir mal so. Der Spaß kostet 418 Dollar für eine Stunde. Beziehungsweise, klar, mit Abholen, mit hin und her, aber Flug, beziehungsweise die Fahrt selber im Ballon. Ist, angesetzt mit einer Stunde. Dafür ist es schon happig, aber man sagt, es ist jeden Cent wert. Und jeder, der bis jetzt da mitgefahren ist und die Rezession, die ich gelesen habe, waren alle begeistert davon. Und ein Must-Do, was man hier machen soll, wenn man in Bagan ist. Habe ich gedacht, okay, dann machen wir das halt auch. Genau, das wie gesagt übermorgen. Und dann habe ich, hoffe ich, euch auch dabei. Könnt ihr mal eine Runde mitfahren. Ich hoffe, das Wetter macht mit. Ich hoffe, dass dann die Leute, die mit an Bord sind, dann nicht so katastrophal sind. Aber da lasse ich mich auch überraschen, wie bei allem, und dann wird man sehen. Genau. Lass schon mal bewegen, Wasser. Wasser ist immer gut. Ich habe zwar eine Flasche dabei gehabt, 1 Liter. Natürlich schon weg. Man sollte dann immer mehr mitnehmen, aber immer noch mehr heißt immer noch schwerer. Und eigentlich reicht es mir jetzt schon so, wie es ist. Also wenn es losgeht morgens, merkt man es ja gar nicht. Da packt man das Ding auf den Rücken, marschiert los und alles super, aber so nach 3-4 Stunden zerrt das Ding dann schon irgendwann am Rücken. Ah, hier Wasser. Natürlich die Frage, kann man das trinken, kann man es nicht trinken? Ich würde mal ganz pauschal das Risiko gar nicht eingehen. Ich habe jetzt meine Flasche gefüllt. Aber man weiß ja nie, was hier so alles drin rumschwimmt. Eigentlich möchte ich noch ein bisschen in Urlaub bleiben, gesund. Vielleicht ein Foto mit Wasser. Oh, ja. Thank you.
der Baum. Hier mittendrin. Schön. Ich würde echt mal reinspringen. So. Weiter geht's. Oh. Okay. Ja, die Schuhe sind auch ein bisschen zu klein. Ja. Macht natürlich auch richtig Sinn, wenn man den ganzen Tag rumläuft. Aber wie sagt man so schön, alles was nicht tötet, härtet ab. Nach dem Motto ziehen wir das jetzt einfach durch. Naja, ich würde mal sagen, GoPro-Video stoppen. GoPro-Video stoppen. Aufnahme beenden. Ich liebe das. GoPro-Aufnahme beenden. GoPro-Videoaufnahme stoppen.